Leute, was geht ab? Ich bin der Zero von Elite Effect und diesmal mit dem Thema Top 5 Punkte Serien im Black Ops 3. Und beim letzten Top 5 habe ich euch ja am Ende des Videos gefragt, ob ihr das Ganze jetzt nochmal mit Punkte Serien sehen wolltet. Und dann haben einige in die Kommentare geschrieben, ja, mach mal das Ganze nur mit Punkte Serien, das fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt hier auch nochmal so mit Punkte Serien aufgezogen. Vor allem Punkte Serien haben ja einen unheimlichen Einfluss auf das Endergebnis beim Zocken. Und deswegen die Top 5 aufgelistet vom 5 wichtigsten bis zur wichtigsten Punkte Serie meiner Meinung nach. Leute, das muss ich natürlich wieder dazu sagen, wie bei den letzten Top 5 auch. Das Ganze hier ist aufgelistet, auf mein Spielziel ausgerichtet und wo ich denke, so dass diese Punkteserien den besten Einfluss auf das Endergebnis haben und vor allem auch den stärksten Einfluss haben und auch viel bringen können. Und ja, deswegen nicht wundern, wenn der ein oder andere sagt wahrscheinlich auch schon so, ja, warum hat er jetzt die Punkteserie nicht mit reingenommen und warum hat er anstatt die jetzt die reingenommen, wie ich jetzt hier immer die Stimmen nachbetone. Ne, auf jeden Fall, das liegt ganz einfach daran, dass das auf mein Spielziel abgerichtet ist und dass ich halt so zocke und damit auch die besten Erfahrungen gemacht habe. Ja Leute, wisst ihr Bescheid? Ihr wisst, was ich meine. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Los geht's! Auf Platz 5 ist meiner Meinung nach die Konterdrohne. Ab 600 Punkte Streak in-game kann man die Drohne einsetzen, also die Konterdrohne einsetzen. Und sie sorgt dafür, dass das gegnerische Radar zerstört wird und man somit einen kleinen Informationsvorteil hat. Das heißt einfach nichts anderes, als dass die Minimap bei den Gegnern gestört wird und man sich somit frei bewegen kann, ohne auf der Minimap bei den Gegnern gesehen zu werden. Also man kann auch irgendwo hinschießen und wird einfach nicht auf der Minimap bei den Gegnern angezeigt. Und erstmal ist der Vorteil bei der Punkteserie, dass sie relativ schnell einsetzbar ist. Also wenn man schon ein durchschnittlicher Spieler ist, kommt man schnell auf eine 600 Punkte-Streak, also das kann man schon irgendwie hinkriegen. Und erstmal das, dass man sie relativ häufig einsetzen kann, und zudem kommt noch hinzu, dass es einfach ein unheimlicher Vorteil ist, wenn man bei den Gegnern nicht auf der Minimap angezeigt wird und sich somit viel aggressiver auch verhalten kann innerhalb des Games, ohne da immer darauf zu achten, ja, jetzt können mich ja die Gegner sehen, was soll ich jetzt machen und so weiter. Also von daher schon ein unheimlicher Vorteil, wenn man die Konterdrohne oben hat, und deswegen Platz 5. Auf Platz 4 ist meiner Meinung nach die Drohne. Ab einer 500-Punkte-Streak kann man sie in-game einsetzen und sie sorgt halt dafür, dass man auf der Minimap die Gegner alle 3 Sekunden oder 2 Sekunden, weiß jetzt nicht genau den Rhythmus, wann dieser Scan immer drüber geht, aber halt auf jeden Fall die feindlichen Punkte angezeigt bekommt in einem gewissen Abstand immer. Und das ist halt einfach unheimlich von Vorteil, wenn du weißt, wo die Gegner sind, wenn du da hinrennen kannst und die einfach auf die Minimap schaust und schon weißt, da ist der, ich kann da schon ins Aim gehen, der kommt gleich um die Ecke und zack, habe ich ihn. Also von daher, das ist ein unheimlicher Vorteil, wenn man die Drohne am Start hat. Vor allem, da sie halt auch noch so eine geringe Punkteserie hat, 500 Punkte, ist auch für einen durchschnittlichen Spieler auf jeden Fall machbar. Das heißt, man kann relativ häufig die Drohne freispielen und ein enormer Vorteil ist auch nochmal, dass das ganze Team etwas von der Drohne hat. Das heißt, nicht nur du kannst dadurch halt besser spielen und sehen, wo die Gegner sich genau befinden, sondern halt auch deine Teammates, und davon hast du natürlich auch einen Vorteil. Erstmal bekommst du dadurch Punkte und zudem, wenn dein Team besser spielt, ja, dann ist das auch für die gesamte Bilanz besser. Also das heißt, du gewinnst wahrscheinlich die Runde mit deinem Team und das ist halt auch nochmal wichtig. Und deswegen die Drohne wirklich, finde ich, einfach ultra wichtig. Also ich habe die Drohne fast immer drin und deswegen auf Platz 4 die Drohne. Auf Platz 3 sind meiner Meinung nach die Raps. Ab einer Punkteserie von 1300 kann man sie einsetzen. Und Raps ist einfach nur eine Abkürzung für Robotic Anti-Personal Sentry. Das sind die Kugeln, die vom Himmel halt gefallen kommen. Ich glaube, jeder kennt sie. Und dann halt die Gegner aufsuchen und in die Luft sprengen, wenn der Gegner sie nicht vorher abschießt. Und zu meinem Spielstil passen sie auf jeden Fall ziemlich gut. Es ist zwar eine ziemlich hohe Punkteserie, 1300. Da bin ich auch ganz ehrlich, so oft knacke ich das jetzt nicht. Beziehungsweise schon etwas seltener, dass ich sie knacke, die 1300-Punkte-Streak. Aber wenn ich sie knacke, freue ich mich auf jeden Fall, die Raps einzusetzen, weil sie halt auf jeden Fall eine Menge Kills machen und das Ganze halt auch schön, na okay, jede Punkteserie ist irgendwo so automatisiert, dass sie einfach so abläuft, aber du brauchst halt wirklich gar nichts machen und sie machen safe ihre Kills. Gibt zwar nicht ganz so viele Punkte, aber dafür kannst du, während du sie einsetzt, ordentlich bashen und auf jeden Fall ziemlich gut dann auch, passt sie dann auch gut zu meinem Spielstil meine ich natürlich. Und ja, deswegen die Raps auf Platz 3 meiner Meinung nach. Auf Platz 2 ist meiner Meinung nach das Geschütz. Ab einer Punktestreak von 850 kann man das Geschütz aufstellen und ja, es schießt halt einfach Gegner ab und kann einen gewissen Bereich absichern. Und das finde ich eben auch das extrem Gute an dem Geschütz, weil sich jetzt wahrscheinlich auch viele sagen so, hä, warum nimmt das Geschütz auf Platz 2? Was ist denn bei dir los? Hä, was ist denn los bei dir? Nee, aber bei mir passt es halt ziemlich gut zu meinem Spielstil und deswegen habe ich es auf Platz 2, weil ich halt öfters versuche, in einem Bereich zu bleiben, weil nur so kann ich auch Black Ops 3 relativ gut spielen. Und ein Geschütz sichert mir halt eine gewisse Stelle in dem Bereich ab und das ist halt
der enorme Vorteil, den ich bei dem Geschütz sehe. Und deswegen ist das Geschütz für mich auch ziemlich wichtig und habe ich auch oft dabei. Und deswegen das Geschütz bei mir auf Platz 2. Auf Platz 1 ist meiner Meinung nach der Hater. Bei einer Punktestreak von 1200 kann man den Hater einsetzen. Und er sorgt halt dafür, dass auf der Minimap die Gegner die ganze Zeit durchgehend angezeigt werden, so dass man weiß genau, wo die Gegner sich befinden und das ganze Team kann das sehen. Und das ist eben dieser enorme Vorteil an dem Hater, den man hat, dass man genau weiß, wo die Gegner sind. Man kann direkt auf die Gegner aggressiv drauf los. Man darf natürlich nicht zu rücksichtslos sein, man muss immer noch ein bisschen drauf achten, dass die Gegner einen natürlich auch sehen, so ist ja jetzt nicht. Aber man kann die Gegner haben, man weiß halt genau, wo die sind. Man kann so strategisch um einiges besser spielen, beziehungsweise das ganze Team kann somit strategisch um einiges besser spielen. Das ist einfach sogar schon fast spielentscheidend. Also okay, das ist jetzt ein bisschen krass gesagt, aber es hat einfach einen enormen Spieleinfluss und deswegen der Hater für mich definitiv auf Platz 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Ansonsten lasst auf jeden Fall in den Kommentaren ein Feedback da, wie euch das Ganze jetzt hier gefallen hat und ob ihr jetzt auch sagt, so ja, mit den Punktesieren, da stimme ich überein. Oder wenn ihr sagt so, was hast du denn von einer Scheiße gelabert, was soll das denn? Dann haut ihr eure Meinung auf jeden Fall auch in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie gesagt, das Ganze war jetzt hier meine Meinung. Ansonsten haut auch mal so ein paar Videoideen raus, was ihr noch gerne sehen würdet. Also wenn ihr so sagt, so ja, keine Ahnung, ich würde das und das gerne noch bei euch sehen, haut das einfach mal in die Kommentare. Das ist jetzt keine Garantie dafür, dass es dann auch direkt klappt oder dass wir es machen, aber es ist immer ganz interessant zu lesen, was ihr so gerne sehen wollt oder was euch noch interessieren würde. Und ja, aber informiert euch natürlich vor, weil vielleicht haben wir das ja schon gebracht, ja, also deswegen so ein bisschen gucken, ob wir das noch nicht gebracht haben und dann könnt ihr mal so eine Videoidee in die Kommentare reinhauen. Wäre auf jeden Fall nice, würde uns auf jeden Fall interessieren, das mal so durchzulesen und sich mal so ein paar Sachen dazu anzugucken und vielleicht könnte man dann ja auch mal was dazu bringen. Ansonsten will ich einfach mal sagen, Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über unsere Einkaufslinks machen, MMOGA und Amazon. Das sind die beiden Links ganz oben in der Beschreibung. Denkt doch einfach dran, bevor ihr irgendwas im Internet kauft, macht es doch über diese beiden Links bitte, denn nur so könnt ihr uns finanziell auch unterstützen und ihr habt keinen Kostennachteil dadurch, also denkt doch einfach dran, bevor ihr irgendwas im Internet kauft, macht es doch über diese beiden Links, MMOGA oder Amazon. Ist halt eine mega fette Unterstützung und wie ihr wisst, Leute, auf eure Unterstützung sind wir angewiesen. Ohne eure Unterstützung funktioniert gar nichts. Deswegen, eure Unterstützung ist wichtig. Denkt dran, bevor ihr was im Internet kauft, wäre auf jeden Fall fresh. Ansonsten, oh, jetzt habe ich auf den Tisch geklopft. Ansonsten würde ich sagen, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. In einem Zug durchreden, Leute, das ist echt anstrengend, könnt ihr mir glauben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao. They can't help but notice. Say my name till they wear it out. Envy is the focus. There's no reason to doubt. You probably follow. I'm on the new whip. You're looking hollow.